Milliarden Dollar. Allein die europäischen NATO-Staaten 300 Milliarden Dollar. Das sind solche Irrensummen, die kann man sich fast nicht vorstellen. Das fließt Jahr für Jahr in die Rüstung. 100 Milliarden nur in Europa. Zum Vergleich, Russland gibt 60 Milliarden aus. Auch schon viel zu viel. Aber zu sagen, wir geben 900 Milliarden aus als NATO. Und wir müssen aber noch mehr, noch viele 100 Milliarden draufsatteln, damit ja unsere Sicherheit gewährleistet ist. Und das in einer Zeit und in einer Welt, wo die UNO regelmäßig warnt, dass 23 Millionen Menschen im Jemen, im Südsudan, in anderen Ländern vom Hungertod bedroht sind. Und dass man diese Menschenleben retten könnte mit viel, viel niedrigeren Summen. Da geht es mal um 5 Milliarden, mal um 10 Milliarden. Und die hat man nicht. Aber man hat hunderte Milliarden für die Rüstung und will da noch draufsatteln. Das zeigt doch, dass das Gerede von einer werteorientierten Politik die pure Heuchelei ist. Das ist eine ganz zynische Politik. Das ist doch schäbig. Muss auch über Krieg reden, weil Krieg ist die schlimmste Form des Terrors. Und die Tausenden und Hunderttausend zivilen Opfer, die schüren doch den Hass, den dann die Islamisten und Dschihadisten ausnutzen für sich. Das ist doch die Zusammenhang dazu. Und deswegen bleiben wir dabei, Terror kann man nicht mit Krieg bekämpfen, im Gegenteil, man stärkt ihn. Und ich sage auch, es ist ein Gutteil Heuchelei dabei. Viele dieser Kriege hatten nichts mit Terrorismus zu tun, sondern das waren Kriege um Rohstoffe und Einflusssphären. Und es sind Kriege um Rohstoffe und Einflusssphären. Und so macht man eben immer mehr Unheil und schafft man immer mehr Unheil auf dieser Welt. Und wer die Terroristen wirklich schwächen will, der muss sie von Geld und Waffen abschneiden. Aber was macht unsere große, großartige Bundesregierung? Und was macht auch Donald Trump und andere? Weil jeder weiß, eines der Länder, das den internationalen islamistischen Terrorismus finanziert, hochrüstet und ideologisch ausrüstet, das ist Saudi-Arabien. So, Saudi-Arabien ist mit ein Zentrum des islamistischen Terrorismus und mit wesentlich verantwortlich. So, und was machen wir an Außenpolitik? Wir liefern den Saudis die Waffen. Frau Merkel, Herr Trump, alle geben sich die Klinke in die Hand, weil sie möglichst lukrative Waffendeals mit den Saudis abschließen wollen. Und ganz ähnlich. Und ganz ähnlich auch in der Türkei. Es ist belegbar, dass Erdogan islamistische Terrorgruppen in Syrien hochgerüstet hat. Trotzdem liefern wir der Türkei nach Sachen bekämpft. Aber was haben wir denn für eine Handelspolitik? All die Länder werden unter Druck gesetzt, ihre Zölle abzusenken und unsere Agrarexporte werden in diese Länder geschickt, obwohl wir genau wissen, dass gegen europäische Hähnchenflügel, gegen europäische Tomatenkonserven, gegen europäisches Milchpulver, dass die örtlichen Bauern, die Bauern in Afrika, null Chance haben. So zerstört man doch jede Hoffnung und jede Perspektive in diesen Ländern. Und dann wundert man sich, dass die Menschen fliehen. Das ist doch die Konsequenz unserer eigenen Politik. Und den Gipfel der Frechheit finde ich dann, wenn Parteien, die so eine absurde Politik machen, dann an die Adresse der Linken sagen, die Linke stünde ja nicht für eine verantwortungsvolle Außenpolitik. Also das finde ich, finde das besonders bezeichnend, wenn das von SPD und Grünen kommt. Ich meine, es gab mal einen sozialdemokratischen Bundeskanzler, der hat eigentlich genau das auf den Begriff gebracht. Von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen. Das ist die Außenpolitik der Linken. Dafür stehen wir, dafür müssen wir endlich mal wieder zurückkehren zu einer solchen Politik. Wenn ich dann höre, dass das angeblich eine unverantwortliche Außenpolitik sein soll und wollten den gestern abstimmen lassen. Was ist passiert? Die SPD hat verhindert, dass der Antrag überhaupt aufgesetzt werden konnte. Also liebe Genossen und Genossen von der SPD, wenn man so agiert, dann muss man sich wirklich nicht wundern, dass man seine Glaubwürdigkeit immer mehr verspielt. Man kann doch nicht auf den Plätzen das eine fordern und dann im Parlament immer wieder entgegengesetzt abstimmen. Das passt doch vorn und hinten nicht zusammen. Und es ist einfach eine viel zu wichtige Forderung, um damit billig Wahlkampf zu machen. Das ist doch einfach existenziell. Aber klar,
meine, viele von Ihnen fragen sich wahrscheinlich, warum setzt sich eigentlich immer wieder eine Politik durch, die nicht die Interessen der Mehrheit im Auge hat, sondern wo einzelne Lobbys, einzelne Konzerne immer wieder großes Geschäft damit machen. Ich meine, die Aufrüstung, na klar, das ist eine Riesenwirtschaftsförderung für die Rüstungsschmieden. Oder nehmen wir jetzt beim Dieselskandal. Es ist ja unglaublich, also dass hier immer wieder große Konzerne auch damit durchkommen, dass sie Betrügereien machen, ihre Manager Betrügereien initiieren und dass sie nicht für die Folgen haften müssen. Und auch da ist es ja so, da sagen wir auch ganz klar, es kann doch nicht sein, dass jetzt die Besitzer von Dieselfahrzeugen, dass die jetzt zittern müssen, ob sie demnächst also mit Fahrverboten aus den Innenstädten vertrieben werden. Da sind doch wohl bitteschön die Autohersteller mal dran, die in den letzten 5 Jahren über 100 Milliarden Euro Gewinn gemacht haben. Ja, wieso hat denn die Politik nicht das bisschen Rückgrat, diese Hersteller jetzt zu verpflichten, die Autos so nachzurüsten, dass der Schadstoffausstoß massiv reduziert wird? Das wäre doch möglich und das muss man doch machen. In der Regel Unternehmen, die in ihrem Zuständigkeitsbereich waren, wo sie Entscheidungen getroffen haben und meistens, wo Entscheidungen so getroffen wurden, dass bestimmte Unternehmen sehr davon profitiert haben. Das haben wir immer wieder. Also altes Beispiel, Herr Clement damals hat die Leiharbeit liberalisiert, ist dann den Aufsichtsrat eines Leiharbeitsunternehmens gewechselt. Wir haben zig CDU-Politiker, die immer wieder im Interesse der Autokonzerne entschieden haben und sind dann in die Autoindustrie gewechselt. Also die Parteispenden von Unternehmen. Klar, jeder Handwerksbetrieb kann auch einer Partei Spenden überweisen. Jedes Kleinunternehmen kann auch einer Partei Spenden überweisen. Aber nie in einer Größenordnung, die für diese Partei eine wirklich relevante Rolle spielt. Aber wenn BMW mal eben an die CDU 650.000 Euro überweist, da kann mir keiner erzählen, dass das für diese Partei nicht relevant ist. Und wenn die Rüstungsschmieden, die deutschen Rüstungsunternehmen, Rheinmetall und andere, wenn die an die Parteien spenden, wenn da große Summen rübergereicht werden, da kann mir doch kein Mensch erzählen, und sie spenden inzwischen ja wirklich an nahezu alle, also sie spenden nicht nur an die CDU und an die FDP, die stehen ganz oben, aber die SPD kriegt auch immer was ab, und inzwischen haben die Grünen es geschafft, auch zu den Begünstigten selbst von Rüstungsunternehmen zu gehören, zumindest in Baden-Württemberg. Aber das machen ja diese Unternehmen eben nicht aus Selbstlosigkeit oder aus Altruismus oder aus Demokratie, sondern natürlich, um damit ihre Interessen durchzusetzen, und bei den großen Summen kann mir eben keiner sagen, dass das keine Relevanz hat. Und insoweit auch bei den Banken, das war ja damals bei der Bankenrettung auch so auffällig, wie plötzlich die Spenden an Parteien nach oben gingen, die vorher das Steuergeld in die Banken geschickt hatten. Also überall findet das statt. Und da sagen wir als Linke ganz klar, diese Parteispenden von Unternehmen, das ist gekaufte Politik, und das wollen wir verbieten, damit diese Parteien nicht mehr geschmiert werden. Übrigens auch die AfD kriegt in Größenordnungen Kohle von der Industrie und von Unternehmen. Die machen es nur ein bisschen verdeckter. Aber wir sagen, das muss aufhören, das gehört verboten. In Frankreich sind Parteispenden von Unternehmen auch verboten. Und ich finde, das gehört auch in Deutschland auf die Tagesordnung. Yeah,